sind wir wieder. Herzlich willkommen auf meinem Kanal Lakemoschi und schön, dass du wieder reingeklickt hast. Wir sind im Halbfinale gegen die Schweiz International Superstar Soccer 2000 auf N64. Auf geht's. So, auf geht's. Finale gegen die Schweiz. Ich muss wechseln. Ich möchte gern Matthäus raus haben. Und dafür möchte ich nur Wonny drin haben. Hier, der muss auch was anderes rein. Bayern. Er hier ist gut. Den hätte ich aber gern da hingepackt. Was haben wir denn noch? Piggen könnten wir noch. Ein 87er, der muss doch in die Abwehr, ey. So, probieren wir's. Ein Winterspiel in der Europameisterschaft. Eine Winter-Europameisterschaft. Schön in München. Schön mit gelbem Ball, dann haben wir das wenigstens auch nochmal gesehen. Das ist schon mal ganz gut. Haben wir auch mal ein Winterspiel gesehen. Finale. Ich bin ziemlich nervös. Und? Okay, das wird schon eine Finalnummer hier, das merke ich schon. Nichts mit locker durchtraben, das ist schon. Das wird ein anstrengendes Spiel. Irgendwas hat sich hier gerade verabschiedet. Irgendwas um mich rum lebt. Irgendwo hat sich hier was bewegt und hat was. Ach, da hinten, ich sehe das Fähnchen, ist runter. Okay, keine Aliens. Keller-Aliens. Ruhig bleiben. Nein. Das war dumm. Ach, da oben ein Tesafilm. Krach gleich runter. Okay. Zack. Lass die Fahne runter. Können wir ihn nur voll aufs Spiel konzentrieren? Denn wir wollen ein Finale spielen gegen die Schweiz. Irgendwie. Ich bin noch nicht glücklich damit. Ja, diese Faulerei muss aufhören. Das ist nicht gut. Und mit der Faulerei kommt man auch nicht weiter, weil dann hat man das Problem, dann wird die Zeit am Ende knapp und dann wissen wir alle, was passiert, wenn der Computer eine Taktikänderung vornimmt, die ich so nicht, das kann ich nicht, komme und nicht durch. Keine Chance, keine Räume. Also irgendwie durch die Mitte oder gezielter passen. Foul wäre mir lieber gewesen, aber wird das unser erster Torschuss, oder? Hartes Spiel. Wir sind noch nicht im Spiel. Ich weiß nicht warum. Aber wir sind noch nicht drin. Man fühlt mich da eigentlich ganz wohl. Warum flanke ich da nicht sofort? Wieso will ich ihn reintragen, wie man so schön sagt? Das macht alles keinen Sinn. Und das verstehe ich immer nicht. Warum dann diese Bälle? Oh, was war das? Wer hat denn da so quer gemacht? Komm. Muss klappen, es muss. Ist so ekelhaft, die zu spielen. Es ist so ekelhaft. So, jetzt komm. Vor der Halbzeit noch. Wie angekündigt.
Ja, Mann. Keine Ahnung, wer es ist. John Dundee, kann das sein? Ja, Mann. 1:0 zum Ende der ersten. Jetzt müssen wir aber aufpassen, weil jetzt kommt wieder dieses Computerphänomen. Ah, Mist, ich wollte es nochmal laufen lassen. Dieses Computerphänomen, dass die da so ein... Ich habe auch irgendwo in der Anleitung gesehen, dass es hier irgendwie so ein Motivation oder sowas gibt. Irgendwie so. Wieder so eine... Also selbst wenn er die Overtime anzeigt, ist das extrem lang. Und genau das ist das, was ich meine. So kurz vor Schluss kommen dann solche Situationen mal raus. Und diese fucking Overtime ist so fucking extrem lang. Ja. Gut. Wollt's mal durch die Mitte probieren? Gut, Halbzeit. Wechseln. Gucken. Knappe Führung, das heißt gar nichts, weil die sind echt ekelig zu spielen. Die sind... Ich möchte Bierhoff aber noch nicht auswechseln. Beister geht. Beister kommt. Eigentlich können wir den doch auch mal da einsetzen. Obwohl, der hat das Tor geschossen. Wir machen das mal so. Bierhoff lassen wir noch einen Moment. Wir haben halt auch keinen, der das... Obwohl, er kann das eigentlich. Wir behalten das mal als Joker-Variante, hätte ich jetzt gesagt. Und auch in der Abwehr lassen wir erstmal nochmal alles so. Bei Janne, da würden wir als Joker dann Ping bringen oder Porsche. Okay. Ja, klar. Zweite Halbzeit. Knappe Führung. Schiss in der Buchse. Ich fürchte, das wird jetzt hier so ein Halbzeit-Superstart. Ich sollte recht behalten. Also einmal völlig überraschenderweise durchgetankt. Ja. Und die hängen mir jetzt echt auf den Füßen. Das ist schon anstrengend jetzt. Oh ja, jetzt habe ich unten Raum. Ich hatte Raum. Aber ich muss den Raum auch nutzen und mir das nicht so kaputt machen. Das ist natürlich... Was? Das war nice gemacht. Aber Rumspielereien. Vorm Tor. Das war mein eigener Fehler, weil ich dem so direkt in die Füße reingelaufen bin. Oh, direkt auf den Torwart, ne? Das ist scheiße. Das ist richtig kacke. Ey, der hat mich voll umgesenzt. Und bei mir wird wieder gepfiffen. Und was war es da eben? Gar nichts. Und jetzt kriege ich auch eine Karte. Das muss ich dann auswechseln. Bringt nichts mehr zu gefährlich. Ich habe keinen Bock, mit einem Mann weniger zu sein. Karte? Just a warning. Okay, dann habe ich mit ihm noch einen. Einen Foul habe ich noch gut. Immer. Das war kacke, weil der. Oh, Mann, habt ihr das gesehen? Der läuft und dann geht der Ring weg und dann bleibt er stehen und er rennt nicht mehr mit. Was willst du da machen? Das ist ganz schlimm. Ganz schlecht. Ganz schlecht. So, Ruhe anbringen. Ruhe.
Jetzt darf ich aber nicht anfangen, hier als zu jammern und zu zetern und zu machen und zu tun, sondern einfach tun. Einfach frei spielen und konzentriert. Und nicht so. Good clearance. That's a foul. So kurz vor Schluss, so kurz vor Schluss, so kurz vor Schluss, so kurz vor Schluss, so kurz vor Schluss. The referee showing him the yellow card. That's the first yellow card of the game. Ja, ansonsten war es ein recht faires Spiel, obwohl so lange gedingst wurde. Aber dann nehmen wir uns auch nochmal die Zeit und wechseln den aus. So on comes the substitute. Sind nur noch wenige Sekunden bis zum vierten Pott. Schwieriges Spiel. Schwieriges, schwieriges Spiel. Jawohl. Der vierte gilt uns. Mann. So, da bin ich wieder. Ich muss sagen, bei International Superstar 98, bei der WM war das ein bisschen schöner mit dem Hochschmeißen. Man hat den Pokal noch gesehen und so weiter und so fort. Aber sei es drum, wir haben den Cup geholt, den vierten. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Reinklicken und ich freue mich auf die nächsten Videos. Ich werde jetzt mal den Karrieremodus hier probieren und noch ein paar andere Spiele jetzt nebenher machen, in der Hoffnung, dass ich wieder mehr Zeit habe. Deswegen gibt es momentan nur immer montags ein Video. Ja, und dann sage ich bis zum nächsten Video. Euer Europameister, frisch gebacken, Keep on Gaming, ciao, ciao.